Wir sind hier gerade im Institut für Rechtsmedizin. Wir haben hier eben am Institut die drei klassischen Bereiche. Das ist zum einen die Morphologie, wo also tatsächlich die Leichen obduziert werden. Dann haben wir die toxikologische Abteilung und eben die sogenannte DNA-Abteilung. Und das ist die Abteilung, in der ich auch arbeite. Ja, bei uns im Labor kommen typischerweise eben die Asservate direkt von der Polizei an. Wir nehmen diese Asservate zunächst bei uns wirklich formal auf, machen auch eine Fotodokumentation. Dann schauen wir, was uns die Polizei tatsächlich gebracht hat. Das könnten zum Beispiel Einbruchswerkzeuge sein, es könnte aber auch Kleidung sein oder ja, zum Beispiel auch Waffen kommt auch vor, sowas wie ein Messer oder sowas. Wir schauen dann im Labor tatsächlich, was das ist und analysieren zunächst, welches biologische Material wir auf diesen Spuren sehen. Also das könnte zum Beispiel Blut sein. Es könnte Speichel sein oder eben ein reiner Hautabrieb. Also, es handelt sich hier um eine blaue Jeanshose der Marke J.F.GEE. Und die ist in einem abgetragenen Zustand und weist auch ausgebesserte Beschädigungen auf. Um nachzuweisen, ob es tatsächlich Blut ist, machen wir einen sogenannten Blutvortest. Dann kommt das Reagenz für den Blutvortest und dann noch ein Katalysator. Hier sieht man eine pinkfarbene Verfärbung an der Stelle, wo ich das Blut abgerieben habe, und das ist ein positives Ergebnis. Danach entscheiden wir dann, welche Spuren wir tatsächlich weiter untersuchen. Und diese Spuren nehmen wir dann mit quasi ins nächste Labor. Das wäre unser DNA-Extraktionslabor. Dort wird DNA aus diesen Spuren heraus extrahiert und aufgereinigt, und diese DNA wird anschließend vervielfältigt in einem sogenannten PCR-Verfahren, und die Ergebnisse dieses Verfahrens schauen wir uns dann hinterher mit einem bestimmten DNA-Sequenziergerät an. Danach schauen wir uns dann an, wenn es eine Übereinstimmung gibt, zum Beispiel zwischen dem DNA-Muster einer Spur und einer Person, berechnen wir das Ganze mit einem biostatistischen Verfahren und verfassen auch ein Gutachten dazu. Dieses Gutachten geht meistens zunächst an die Staatsanwaltschaft oder die Polizei, und im weiteren Verlauf dieses Ermittlungsverfahren sind wir dann eigentlich nicht mehr involviert. Das ist dann Sache der Polizei natürlich, die Ermittlungsarbeit durchzuführen. Wir sind dann manchmal wieder gefragt, wenn tatsächlich ein Verfahren durchgeführt wird, also ein Strafverfahren, zum Beispiel vor dem Landgericht, wo wir dann eben wieder als Sachverständige da sind, um die Kammern zu unterstützen, diese DNA-Analytik auch zu verstehen und die Wissenschaft dahinter zu verstehen. Und das macht auch einen wichtigen Teil unserer Arbeit dann tatsächlich aus, diese so eine Art Beratungsfunktion dann eben auch auszuführen.